Also beim letzten Mal, als wir evangelisieren waren, habe ich einen Mann getroffen, der saß auf einem Stuhl da und der kam so ein bisschen ins Gespräch und hat mir erzählt, dass er Schmerzen hat und hat mir erzählt, vor 2 Jahren ist er von einem Haus oder von einem Gerüst runtergefallen und sein Fuß war wirklich sehr kompliziert geworden. Das Schienbein und der Knöchel waren komplett durchgebrochen und seitdem hat er einfach eine lange Narbe am Fuß und Titanschrauben drin und alles Mögliche und er hat gesagt, er kann nicht laufen ohne Schmerzen. Von hier unten bis hier hoch, übers Schienbein bis hierher war die Narbe. Dann habe ich gesagt, hey, Jesus halt heute noch, ich will einfach jetzt für dich beten. Die Hände auflegen und sagt er, ja, kein Problem. Dann kam sein Neffe, der hat übersetzt, wegen deutscher Sprache. Und dann habe ich ihm einfach die Hände aufgelegt und gebetet. Und wie gesagt, nach 10 Sekunden war der Schmerz komplett weg. Er ist aufgestanden und hin und her gelaufen und war außer sich vor Freude, dass er einfach geil war, weil er seit 2 Jahren das erste Mal ohne Schmerzen laufen konnte.